Willkommen zu einer neuen Folge. In der letzten hat der Gobario den sautummen Vorschlag gemacht, dass wir diese Schalter hier betätigen. Ja, wir haben ja auch keine andere Wahl, also pfff, ja mach mal halt. Ich drück den nicht, mach du. Ich kann nicht, ich komm da nicht hin. Ich sag dir, wenn das Scheiße passiert, ich bring dich um. Du Arschloch! Mann, oh Mann! Ja, Gumbario hat's versaut. Strike! Case! Loser, geschieht dir ganz recht. Du bist drauf reingefallen, du Monko. Ich habe Regen deine beschissene Lache gehört. Ich war's nicht. Oh, was war das denn? Wo kommen die denn her? Hä? Ja, okay, alles klar. Oh, eine weibliche Barbarbisse, was habe ich noch nie gesehen. Wow. Oh, wirklich nicht? Tja. Oh, ich hab mich gefragt, wer du wohl sein magst, aber... Moment. Bist du nicht Mario? Der reizt sich Ware. Oh, in einer Million Jahre hätte ich dich erwartet, eine Berühmte wie dich an so einem Ort zu treffen. Und wer bist du? Wer? Ich? Oh, er fragt nach meinem Namen. Mein Name ist Bombette. Falls du es noch nicht bemerkt hast, ich bin eine Bob-Omb. Und zwar eine Bob-Omb-Dame. Schön, dich kennenzulernen. Ja, hallo. Moment! Ich bin hier... Oh, Gobario, du bist so ein Volltrottel. Ich schwöre, wenn wir rauskommen, werde ich dir persönlich die Käppi stotzen. Ja, wir hatten noch keine Wahl, Mann. Diese stinkenden Cooper-Brüder haben uns zu viel zu harter Arbeit gezwungen. Wir mussten 25 Stunden am Tag schuften, ey, wie die Juden damals in Ägypten. Niemandes Leben sollte nur aus Arbeiten bestehen. Bitte, Moses, rette uns. Ich meine, ich brauche Freizeit, um etwas zu erschaffen, wodurch sich die Welt an mich erinnern wird. Bäm! Okay, bis auf den letzten Satz habe ich alles kapiert. Ich bin, Moses Mario irgendwie so in die Rolle reingeschlüpft. Moses Mario. Oh, wie lange müssen wir noch in dieser Zelle bleiben? Langsam verliere ich die Hoffnung. Und ich bin so hungrig. Und traurig und zornig und wütend. Langsam erfüllt mich mein Zorn. Ich bin jetzt wirklich sauer. Ich will raus, raus sofort. Hört ihr mich, Koopas? When Mario went to Egypt's land, let my Bob-Ombs go. Okay. Ich hab... Oh, wir Bob-Ombs wurden hier von den Koopa-Brüdern eingesperrt. Wir konnten nichts dagegen tun. Früher waren die Koopa-Brüder wirklich cool. Also, man konnte voll geil mit den zocken und so, aber Cammy Koopa mag sie und ja, jetzt sind sie irgendwie voll am Rad gedreht. Vorher waren sie einfach nette Jungs aus Koopa, die waren voll chillig, man konnte mit denen ins Saufen gehen, Champions League schauen und so. Aber das hat auch völlig gereicht, aber naja, vielleicht hat sie das Verlangen nach Abenteuern einfach übermannt oder naja, sie wollten irgendwie Anerkennung oder so, ich weiß nicht. Oh, es tut mir leid, aber ich werde mich den Tyrannen nicht mehr fügen, jetzt reicht es. Diese Koopa-Brüder können den Stolz eines Bob-Omb nicht brechen. Daher setze ich all meine Kraft ein, um meinen Weg zu finden, hier rauszukommen. Der Winkel, die Vektoren. Du sagst nicht doch einmal was über die Vektoren, oder ich werde dich zerstören. Sorry, da musste es sein. Oh, es ist so kompliziert, gleich in meinen Kopf in die Luft. Na, das verstehe ich. Vektoren sind eine Haufen Scheiße. Oh, ein Herz. Das nehme ich mal, ne? Moment. Dann könnt ihr euch doch die ganze Zeit aufheilen. Tu doch einfach das Ding wegsprengen. Was sagst du? Ja, warum bist du hier eingesperrt? Ja, warum ich hier eingesperrt bin? Ja, ganz einfach, weil ich eine potenzielle Gefahr bin. Zumindest für diese Koopa-Brüder haben nichts in der Hose, sag ich dir. Zuerst habe ich ebenso wie die anderen Bob-Oms nur hier gearbeitet. Aber, diese Koopa-Brüder... Als Musa an die Macht kam, haben sie angefangen, uns zu tyrannisieren. Ich konnte es nicht mehr ertragen, also bin ich einfach neben ihnen, ja, explodiert. Und dabei ist ihre Hose weggefetzt und ich habe gesehen, naja, wie gesagt, sie haben nichts in der Hose. Aber das war wohl ein Fehler, denn die Koopa-Brüder fanden das nicht sehr komisch, vor allem mein Spruch danach. Und ja, deshalb sitze ich jetzt im Kittchen. Und dann haben sie auch noch die anderen Bob-Ombs eingesperrt, weil sie einen Aufstand befürchteten, weil, naja,
Ich bin das Mädchen und das Mädchen muss man retten. Eine Bob-Omb-Rebellion. Was sagst du dazu? Vielleicht könnten wir die Wand sprengen? Moment, Verzeihung. Ich weiß, es ist eine lange Geschichte. Aber egal, Mario. Wir wollen hier raus. Glaubst du, dass du uns bei unserer Flucht helfen könntest? Oh, bitte, 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 Moses, Mario. Wenn du uns hilfst, verspreche ich auch, dir zu helfen. Ja, wie wär's, wenn wir die Wand sprengen? Oh, wie schön, Random Herz, Smiley. Und jetzt wollen wir für immer Freunde sein. Okay. Das meinte ich jetzt eigentlich nicht, aber... Wir werden ein super Team sein, Mario. Im Übrigen, du hast bestimmt was in der Hose. Heiligsblechle. Umbette gehört zum Team. Drücke den Shit nach unten, um Umbette auf einen explosiven Spaziergang zu schicken. Sie kann manche Wände und Felsen sprengen oder Schalterzeit verzögert aktivieren. Im Kampf kann sie einen Gegner am Boden mit Body Slam angreifen oder mit Bombe richtig wegfetzen. Jetzt lass uns überlegen, wie wir von hier verschwinden können. Ja, das habe ich dir schon dreimal gesagt. Warte, ein bisschen mitdenken. Ach ja, was hätte ich vergessen? Ich habe dir ja noch gar nicht gesagt, was meine Spezialität ist. Wie dumm von mir. Ich kann explodieren. Pass mal auf. Also, guck mal, wenn ich mich hier, wenn du irgendwo Sprünge in deiner Wand siehst, ja, dann werde ich wahrscheinlich zum Einsturz bringen, weil ich kann nicht jede Wand explodieren lassen, aber wenn die schon ein bisschen angebrochen sind, ist das eigentlich kein Problem. Was sollen wir es doch mal hier? Geh in Deckung! Okay. Na gut, was muss ich machen? Naja. Das Ding nach unten drücken. Okay. Ah! Oh, sie lebt wieder. Cool. Hast du es gesehen? Weißt du jetzt, wie ich dir von Nutzen sein kann, Mario? Ich sagte es dir bereits dreimal. Oh, ein Fluchtweg! Nun, ich habe bis jetzt noch nie daran gedacht, es auf diese Weise zu probieren. Ich war so wütend, dass ich immer nur an derselben Stelle in die Luft gegangen bin. Okay, das war vielleicht ein bisschen blöd. Ja, Frauen. Wie bitte? Egal. Hauptsache, wir können jetzt von hier verschwinden. Das gilt für uns alle. Vielen Dank, Mario. Von jetzt an werde ich dir folgen und dir helfen, wo ich doch kann, Mario Moses. Ruf nach mir und ich bin da, Random Herz, Smiley. So genug geplaudert. Ich habe noch eine Rechnung mit den Cooper-Brüdern zu begleichen. Ihr könnt sehen, mein Volk. Ich habe die Wand geteilt, wie das Rote Meer. Ja, mach dir keine Sorgen um uns, Mario. Wir finden schon einen Ausweg, ne? Ja, das Ding ist offen. Wollte ich nur noch mal anmerken. Was soll der Krach, ey? Weil ihr Bob-Omb es vergessen habt, innerhalb der Festung ist es mit Ausnahme von Notwellen strikt untersagt, zu explodieren. Auch wenn da eine Zicke bei euch drin ist, Mann. Was zur... Mario? Ey, was machst du hier? Ey, nichts Gutes, würde ich sagen. Also, tötet ihn. Mich töte, dass ich nicht lache. Ich werde dich in eine Welt der Schmerzen schicken. Eine Bodenexplosion, die... Eine Explosion... Okay, nee, stopp. Ich werde zuerst den umwerfen, weil dann hat er keine Verteidigung mehr. Und da werde ich euch einfach mal zeigen, zu was unsere kleine liebe Bombette fähig ist. Nämlich zu Mass Destruction! Bäm! 5 Schaden! Oh yeah. Dann kann sie damit nicht alle treffen. Später hat sie eine Attacke, bei der sie alle treffen kann. Oder war das... What? Ich hab gefailt? Aber ja, das ist cool. Das ist cool, oder? Ansonsten kann sie das hier ganz normal. Da muss man allerdings gedrückt halten. Und dann jetzt loslassen. Dann passt das Action-Kommando. Zählt das physische Berührung, auch wenn sie selbst ein Bob-Omb ist. Daher... müssen wir das wie vorher bei Gumbario machen mit, ja, der Aufteilung. Und der Gumbario werden wir jetzt wahrscheinlich erstmal nicht sehen, weil hier gibt es einige Orte, die wir mit Bombette betreten müssen. Haben wir ja schon sehr viele gesehen. Mario Moses muss sie hinführen und yo, erledigt. Da-da-da-da-da. Okay, super, Geld, oh. Das ist das ganze Geld, was sie uns abgenommen haben. Ah. Gehst du zurück, um uns meinen Freunden zu geben? Das ist aber lieb von dir. Nee, ich gehe doch zurück, um zu heilen. Es ist mir doch vollkommen egal. Das Geld habe ich gefunden.
Und ich sehe, es hat gerecht, denn Lorne, meinst du nicht auch? Naja, stimmt irgendwie. Sag ich doch. Also. Gut, jetzt vorhin hat mich dieser Nichtsnutze Gego Barrio hier nach unten fallen lassen. Hey Mann, chill, ja. Also ich meine, ohne mich hätte die Alte nicht. Ich hab, du weißt ja schon, dass mein Herz vergeben ist, oder bist du scharf auf sie? Ja, pfff. Wer weiß, ich meine, explosiv ist sie schon. Komm, Barrio. Ich möchte keine Beziehungen in meinem Team, haben wir uns verstanden? Ach, scheiße. Und, hä? Okay, da habe ich wohl ein bisschen daneben gezielt. So. Cool. Und, oh. Wir haben eine Schatztruhe, guck mal. Für verbrauchte Eideswert einige Münzen zurückerstattet. Ja, ich habe noch einen Ordenspunkt frei. Jetzt, ich gucke mal, ob ich den theoretisch anlegen könnte. Yep. Gut, da kommt Rabatt rein. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Okay, super. Moment. Muss ich jetzt... Also, ich weiß ja, da waren noch ein paar Orte. Jetzt weiß ich gerade gar nicht so genau, wo ich eigentlich hin soll. Ah, genau, hier wollte ich hin. Okay. Also, hol mal den Schlüssel. Bäm. Ich freue mich allerdings, wie man so oft in die Luft gehen kann. Aber gut, ich sag nur Frauen. Mario, sei nicht immer so gemein. Sonst mag ich dich nicht mehr. Das wäre natürlich ja mehr schade. Also gut. Explodiere einfach so. Ich mach keine Witze mehr. So, Power Doubts. Trifft einen jedes so oft, dass Action Kommando stimmt. Das würde ich definitiv reintun. Weil die Seite lohnt sich absolut. Wie viel brauche ich dafür? Oh Gott. Dann tue ich die beiden raus und würde dafür den Power Doubts rein. Denn, ja. Da gibt es eine fantastische Kombinationsmöglichkeit mit. Okay, da komme ich noch nicht hin, alles klar. Dann werde ich jetzt erstmal wieder nach oben gehen. Da war ja der eine Schlüssel. Den ich ja jetzt habe, kann ich dafür einsetzen. Ist ja wie in Zelda. Man kann mit jedem Schlüssel praktisch jedes Tor aufmachen. Wobei das hier schon schon relativ fest vorgegeben ist. Damit man natürlich nicht es schafft, dass man irgendwann gefangen ist oder das Spiel nochmal neu starten muss. Was sehr beschissen wäre. Sind wir uns, glaube ich, alle einig? So. Hier. Ja, genau, hier kamen wir nicht weiter. Okay. Mom, probier's mal mit dem Schlüssel. Cool. Alles klar. Okay. Ah, hier sind wir. Okay. Moment mal. Cooper, das ist ja dein Job. Okay. Hau mal rein. Schieler. Ja, du hast dich falsch hingestellt. Da muss ich dir jetzt sogar bei einem Windelwechsel helfen, oder was? Genau, so macht man das. So, also das Rätsel ist im Prinzip relativ einfach. Wir müssen halt das Ding immer wieder aktivieren, damit wir hier weiter können. Also heißt jetzt hierhin. Jetzt brauchen wir es natürlich wieder. Also ja, und am besten immer in der Mitte bleiben. Heißt bei dem dreidimensionalen Spiel, was es ja ist, nicht zu sehr nach links gehen. Bombette kann die übrigens auch aktivieren. Zeitversetzt, da kann man sie daneben dann mit einer Bombe platzieren und in der Zeit hochlaufen. Das geht also auch, möchte ich nur mal an der Stelle gesagt haben. So, da sind wir und... Ah, oh, eine Mongo. Ups, habe ich den falschen Knopf gedrückt. Möchte ich natürlich mit Gumbario gegen kämpfen und... Oh, der Schalter, ich weiß gar nicht, ob er das nach unten bringt. Müsste aber eigentlich... Oh Mann, sind das viele, okay. Okay, was? Powerhüpfer? Ich hätte schwören können, dass ich Power Doubts gelesen habe. Also, ich weiß nicht, wer mal zwei heißt, der mit Sicherheit soll. Ich hätte schwören können, dass ich auch hier Power Doubts gelesen habe. Das muss ich im Video nachprüfen. Falls nicht, habe ich einfach irgendwelche merkwürdigen Haarlos nach 6 Stunden Uni. Also, ich muss ja eins sagen. Ja, 6 Stunden Schule war damals schon so die Sache, ja, aber 6 Stunden Uni nacheinander ist einfach crazy. Und das wird dann vor allem sehr, sehr schlimm, wenn man in der Situation ist, dass man 6 Stunden, also 3 mal 2 Stunden Blocks Vorlesungen nacheinander hat. Ich meine, bei Seminaren kann man ja wenigstens noch mitmachen und so, aber
ja, nur Vorlesungen. 6 Stunden lang nur einen Professor zu oder mitschreiben. Ich sagte euch, danach ist man... Danach geht's einem im Kopf nicht so sonderlich gut. Da, ja. Das ist so eine zweischneidige Sache, tät ich mal sagen. Ich meine, natürlich... Man sollte meinen, es sei einfacher, weil man selbst nicht so viel arbeiten muss, wie jetzt in dem Seminar, wo man selbst mitarbeiten muss. Aber ja, die ganze Zeit nur zuhören und zuhören und zuhören, das ist echt anstrengend, glaubt's mir. Also bevor ich über die nächste Gruppenarbeit beschwert, denkt dran, es ist immer nicht so schön, dem Lehrer nur zuzuhören und zu schreiben. Kann auf Dauer ziemlich langweilig werden. Naja, egal. Okay. Was machen wir hier? Und dann verabschiede ich mich auch für diesen Part von euch. Wenn dieser Part von Paper Mario euch gefallen hat, könnt ihr ihn gerne mit einem Daumen hoch unterstützen. Falls nicht, dann den Daumen runter. Und im nächsten Part werden wir dann hier diesen Schalter betätigen. Bis dann.